Um Gold. Um viel Gold geht es in dem neuen Bruce Lee-Film. Bruce Lee, Rache ohne Gesetz. Wieder ein echter Bruce Lee-Film. Von Anfang bis Ende, ohne eingeklebte Szenen aus anderen Bruce Lee-Filmen. Bruce Lee, Rache ohne Gesetz. Dieser grandiose Actionfilm wurde 1968 im 16mm Format für die TV-Gesellschaft ABC gedreht. Er hat jetzt in Deutschland im 35mm Cinemascope Format seine Weltpremiere durch ein tricktechnisches Umkopierungsverfahren. Außergewöhnliche Szenen mit knallharten Kämpfen, die sich größtenteils in den Straßen von Hongkong abspielen, hat Bruce Lee hier zu bestehen. Er wird von Killern eines großen Schmugglersyndikats gejagt, weil er und seine Freunde herausgefunden haben, auf welchen Wegen gestohlenes vietnamesisches Gold nach Hongkong geschmuggelt wird. Bruce Lee, Rache ohne Gesetz. Ein Film, der an Spannung und fantastischen Action-Szenen kaum zu überbieten ist. Kampfszenen von vollendeter Meisterhaftigkeit, wie sie nur der König des Kung Fu, Bruce Lee, beherrschte, werden jeden echten Freund dieser Kampftechnik in helle Begeisterung versetzen. Also schön, Choi, du hast ihnen das Gold gestohlen und vergraben. Was glaubst du, wenn die herauskriegen, dass du es warst? Dann lebst du nicht mehr lange. Und wir wahrscheinlich auch nicht. Denn die Gangster kriegen raus, dass wir Freunde sind. Ja, möglich. Ich habe vor, es mit euch zu teilen und dann setzen wir uns ins Ausland ab. Wir kommen aus Hongkong nicht mehr raus. Du hast uns was Schönes eingebrockt. Bruce Lee, Rache ohne Gesetz. Dies ist keiner von den üblichen Kung-Fu-Filmen. Dieser Film wird Sie begeistern, mitreißen. Und Sie werden ihn sich nicht nur einmal ansehen. Bruce Lee, Rache ohne Gesetz. Hier werden Szenen gezeigt, bei denen Ihnen der Atem stockt. Bruce Lee, Rache ohne Gesetz. In Kürze hier zu sehen. Sie sollten ihn nicht verpassen.